Großes Display, großer Akku, große Uhr. So, hallo liebe Leute. Also, nachdem ich jetzt die Samsung Gear S3 Frontier seit gut 3 Wochen habe, möchte ich kurz mitteilen, was ich so von der Smartwatch halte. Es gibt vorweg gleich nicht nur positive Punkte, mir sind auch ein paar negative aufgefallen, aber das werdet ihr jetzt alles gleich hören. Und zusätzlich werden wir dann noch die Promotion Goodies auspacken, die ich da bekommen habe für die Vorbestellung. Gut, fangen wir mal an mit den positiven Dingen, würde ich sagen. Man muss dazu wissen, ich habe vorher die Moto 360 gehabt. Die hat da unten so einen kleinen Flat Tire gehabt, also nicht ein komplett rundes Display. Und das gefällt mir an der Uhr natürlich super. Also das Display ist Hammer, es ist super scharf. Es ist gut ablesbar. Wenn man sieht, jetzt ist es in dem Always-On-Display-Modus immer noch gut ablesbar. Zeigt alle nötigen Infos an, die man braucht. Der nächste Punkt, der mir super, super gut gefällt an der Uhr, ist das Bezel oder Lünette genannt oder Rad oder keine Ahnung, wie ihr das nennt. Auf alle Fälle hat das eine Funktion und zwar kann man damit durch die ganzen Widgets bzw. Menüs scrollen. Und es ist von der Haptik her sehr gut. Also ich merke, wenn ich in ein nächstes Widget komme, dann klickt das Radl ganz kurz und man merkt sofort, hey, ich bin im nächsten Menü angelangt. Das funktioniert echt spitze. Dann als nächstes, was mir sehr gut gefällt, ist der Akku. Also ich bin jetzt eigentlich den ganzen Tag mit der Uhr unterwegs. Ihr seht, es ist kurz nach 7 am Abend. Und ich habe nur 75% Akku. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera gut sehen kann. Ja, ein bisschen sieht man es. Hammer. Hammer. Ich muss dazu sagen, ich verwende jetzt das GPS untertags nicht. Das nehme ich nur her, wenn ich laufen gehe oder Radl fahren gehe und das Handy halt gerade nicht dabei habe. Aber ansonsten, also der Akku ist echt top, top, top. Ansonsten, was mir auch noch gut gefällt, ist, das hat mir am Anfang nicht so gut gefallen, das ist dieses Silikonband. Sehr angenehm zum Tragen. Und was auch vorteilhaft ist, man kann es abwaschen, wenn man nach dem Sport heimkommt. Man nicht so wie Leder, was man irgendwie speziell behandeln muss. Ansonsten, was mir auch noch recht gut gefällt, ist, dass halt enorm viele Sensoren drin verbaut sind. Also angefangen vom Höhenmesser bis hin zum GPS und so weiter. Also man merkt, er zeichnet sogar automatisch auf, welche Etagen das man geht, also wie viele natürlich. Und lauter so Geschichten. Samsung legt da auch einen großen Wert auf Gesundheit bei der Software. Es ist zum Beispiel voreingestellt, dass wenn man sie mehr als eine Stunde nicht aktiv bewegt, sprich einfach nur am Schreibtisch herumsitzt, dann vibriert die Uhr kurz und fordert einen auf, sich zu bewegen. Und nicht nur das, sie schlägt sogar gleich Übungen vor, also zum Beispiel Dehnungsübungen und so weiter. Am Anfang ein bisschen lästig, aber man gewohnt sich dran und man macht die Übungen dann auch tatsächlich. Also finde ich nicht schlecht, ehrlich gesagt, wenn man so während dem Arbeiten einmal daran erinnert wird, dass man sich eigentlich bewegen sollte. Gut, dann denke ich, kommen wir mal zu den negativen Punkten. Ich werde euch jetzt da nicht durch das komplette Menü durchführen. Ich denke, das habt ihr schon oft genug auf YouTube gesehen und ich brauche das nicht nur mehr herzeigen. Was mir als allererstes negativ aufgefallen ist, dazu muss ich die Uhr mal kurz runter tun, ist nicht die Uhr selber, sondern die Ladestation dazu. Die habe ich da einmal. Und zwar ist es so, die ist magnetisch, wie ihr vielleicht wisst. Und wenn man früher eventuell ein bisschen zu spät dran ist und einen Stress hat, dann möchte man die Uhr runternehmen und es passiert Folgendes. Also man nimmt das Ladegerät immer mit der Uhr mit.
gefällt mir nicht so gut. Also die hätten das Ladegerät aber ein bisschen schwerer machen sollen. Oder den Magneten nicht so stark. Also ist nicht so vorteilhaft für mich. War bei der Moto 360 besser gelöst. Das zweite, was mir nicht so gut gefällt, ist der Tizen App Store. Es gibt noch nicht so recht viele Apps in dem App Store. Ich meine, die nötigsten sind drinnen, ja. Aber wenn man zum Beispiel gerade bei einer Outdoor-Uhr, ja, nach einer Kompass-App sucht, keine Chance. Findest nicht, gibt's nicht. Ist einfach noch nicht so ausgereift, obwohl sie jetzt eigentlich mit dem Tizen OS schon relativ lang am Markt sind, kommt mir vor. Aber es gibt halt immer noch nicht genug Apps für die Uhr. Das wär so der zweite Punkt nach der Ladestation, wo ich mir denke, so, hey Samsung, da könnt ihr jetzt was besser machen. Ich meine, 400 Euro ist jetzt nicht gerade wenig. Und da kommt man schon noch ein bisschen was drauflegen, denke ich mir. Was mich auch noch stört ist, ihr habt es vorher gesehen, ich habe da Benachrichtigung, also wenn man nach links scrollt mit dem Radl, hat man Benachrichtigung und man kann diese dann, wenn man die 6000 Schritte geschafft hat, hat man Benachrichtigung, sonst natürlich nicht. Man kann diese web-swipen. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass die Benachrichtigung am Handy weg ist. Am Handy ist sie nach wie vor da. Das heißt, ich würde mir da einfach mehr Synchronität zwischen den Benachrichtigungen und der Uhr und dem Handy wünschen. Einfach, weil wenn ich die Benachrichtigung einmal gesehen habe, brauche ich es nicht nur ein zweites Mal sehen und nicht nur ein zweites Mal bestätigen. Also, ist ein bisschen schwierig. Was mir auch nicht so gut gefällt ist, man hat da oben so einen Back-Button, okay? Aber wenn man bei den Widgets ist und den Home-Button drückt, passiert genau das Gleiche. Also, es ist ein bisschen mühsam. Mit dem unteren kommt man halt ins Menü rein. Und man kann aber mit dem unteren nicht auch gleichzeitig das App auswählen, was man mit dem Bezel anvisiert hat. Also, funktioniert einfach nicht. Ich kann da wieder zurück, kann wieder ins Menü rein und mit dem oberen wieder zurück. Ja. Nur das Problem ist, dass der obere Button und der untere Button genau die gleiche Funktion haben, nämlich zurück. Und der untere halt auf dem Homescreen in die Apps rein, aber mehr auch schon nicht. Das sind halt so Kleinigkeiten, die mir ein bisschen ärgern. Des Weiteren ist es natürlich so, dass es noch keine Apps gibt, die zum Beispiel von Haus aus WhatsApp unterstützen oder Instagram unterstützen. Das heißt, man bekommt zwar die Benachrichtigung, das schon, aber es ist so, dass man dann am Handy weitermachen muss. Also man kann zwar eine Nachricht quasi zurücksenden, das geht schon, aber man sieht zum Beispiel keine WhatsApp-Bilder, so wie es bei Android Wear ist oder Instagram-Bilder. Und wo wir gerade bei dem Menüpunkt sind, S-Voice, vergesst das. Also das ist absoluter Nonsens. Den Assistenten kann man so schmeißen. Also das waren so ein paar negative Punkte jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, dass Samsung da irgendwie an der ganzen Software noch ein bisschen was schrauben wird und ein bisschen ein Update bringen wird. Und dass sie ein paar Entwickler bereit erklären, im App Store, im Tizen App Store, noch ein paar Apps zu bringen. Das wäre natürlich total super. So viel zur Uhr mal. Ich bin jetzt eigentlich gespannt, was mir das Samsung-Team geschickt hat als Belohnung, dass ich vorbestellt habe. Ich hoffe, es ist von Samsung. Es steht nämlich beim Absender nichts von Samsung drauf. Also hoffen wir mal das Beste. Wenn da jetzt irgendein Antrag rauskommt oder so, dann seht ihr es zumindest auf YouTube. Schauen wir mal rein. Okay, wir haben schon ein paar Samsung-Zettel. Da steht meine Seriennummer drauf und so weiter. So, wow, okay. Also richtig original verpackt. Das ist, ich weiß nicht, kann man es sehen, es ist so olivgrünes Band, das ich mir da bestellt habe. Schaut, es spiegelt sehr, Entschuldigung. Und ein rotes Band. Beide wieder in dem Silikon. Wie gesagt, das taugt mir, das ist
angenehm auf dem Arm und schaut schon mal super aus. Und dann haben wir da noch einen zweiten Charger, der von mir gerade nicht so das Lob abbekommen hat. Gut, ich werde ihn eventuell ins Büro stellen und oder vielleicht zerlegen und schauen, ob ich den Magneten rauskriege. Mal schauen. Nachdem ich jetzt zwei Stück gehabt davon. Also schauen wir mal. Gut, in die nächsten Videos zu der Gear S3 Frontier möchte ich meine Top 5 Apps vorstellen, die nicht vorinstalliert sind. Beziehungsweise dann auch in weiterer Folge den Gear Watchface Designer. Der läuft auf PC und Mac und ihr könnt euch da eure eigenen Watchfaces zusammenstellen und auch dann in den Tyson Store reinstellen zum Verkaufen. Ja, soviel zu dem Thema. Dann bis zum nächsten Mal. Abonniert meinen Kanal und danke fürs Zuschauen.